In diesem Video geht es um das Grundprinzip der Herstellung von kristallinen Solarzellen. Solarzellen bestehen hauptsächlich aus Silizium, das gewonnen wird aus dem Siliziumoxid, also dem Quarzsand, der auf der Erde in großen Mengen vorkommt. Was nun gemacht wird, ist, man nimmt das Siliziumoxid, den Quarzsand, und reduziert den Sauerstoff, sodass man hier Kohlenstoff hinzufügt und bei sehr hohen Temperaturen in der Größenordnung von ungefähr 1800 Grad Celsius diesen Reduktionsprozess durchführt, sodass man dann metallurgisches Silizium erhält und es entsteht dabei noch Kohlenmonoxid. Dieses hochreine Silizium ist eigentlich nicht in dem Reinheitsgrad vorhanden, wie man es bräuchte. Das hat nur eine Reinheit von ungefähr 98%, das heißt, es sind immer noch Fremdstoffe in diesem metallurgischen Silizium vorhanden. Um das Silizium weiter aufzureinigen, erfolgt der sogenannte Silanprozess, bei dem nun das Silizium verbunden wird mit Chlorwasserstoff. Das heißt, man fügt Chlorwasserstoff hinzu und erhält damit Trichlorsilan, SiCHCl3 und Wasserstoff. Das hier ist das Trichlorsilan. Dieser Stoff ist bei 30 Grad Celsius flüssig und kann nun destilliert werden. Das heißt, dieses Trichlorsilan wird nun destilliert und von Verunreinigungen, die Verunreinigungen werden beseitigt. Und nun erfolgt quasi die Rückgewinnung des metallurgischen Siliziums. Das heißt, man nimmt dieses Trichlorsilan und gibt den Wasserstoff hinzu, die chemische Gleichung, 4 Mol von dem Trichlorsilan, 2 Mol von dem Wasserstoff und bei hohen Temperaturen erneut, das sind so ungefähr 1200 Grad, entsteht dabei wieder das metallurgische Silizium. Dabei entsteht auch noch SiCl4 und es steht Chlorwasserstoff. Und nun haben wir erreicht, dass wir hier, das sind jetzt hochreine Siliziumstäbe, hochreine Siliziumstäbe, die man bei diesem Prozess gewinnt. Und die können nun verwendet werden, um daraus polykristalline Solarzellen zu erzeugen. Diese Stäbe werden auch als Ingots bezeichnet. Was man nun noch machen kann, um den Wirkungsgrad der Solarzellen zu steigern, dass man aus diesen polykristallinen Siliziumstäben monokristalline Stäbe herstellt, durch das sogenannte Tegel-Zieh-Verfahren und auch das Zonenzieh-Verfahren, das heißt durch das Impfen mit einem Einkristall und dem starken Hitzen dieser polykristallinen Siliziumstäbe entsteht schließlich ein monokristallines Ausgangsmaterial. Was nun gemacht wird mit diesen Stäben, ist, dass diese Stäbe in dünne Scheiben geschnitten werden, mit einem Durchmesser, mit einer Dicke von 150 bis 350 Mikrometer. Das heißt also, meistens mit Drahtsägen lassen sich dünne Wafer schneiden. Das ist also die Dicke der Siliziumstäbe. Hieraus entstehen damit die Wafer, das heißt die sehr dünnen Siliziumscheiben, die nun im nächsten Schritt dotiert werden müssen. Das heißt, man nimmt diese Wafer und unter Schutzgasatmosphäre werden nun die Phosphor- und Bohratome hinzugefügt. Das ist im sogenannten Gasdiffusionsverfahren. Bei 800 bis 1200 Grad Celsius werden also die Phosphoratome und die Bohratome aufgebracht, um damit dann die P- und N-Dotierung zu erreichen. Was haben wir dann nun? Wir haben also nach dem Wafer das P-dotierte Material, das N-dotierte Material durch das Aufbringen von Bor und Phosphor. Das heißt, hier haben wir dann das bei Bor und hier haben wir dann das Phosphorgas, was dann
aufgebracht wird oder zugeführt wird bei 800 bis 1200 Grad Celsius auf diese Wafer. Anschließend erfolgt dann in einem weiteren Schritt das Ätzen zur Reinigung des Materials. Das heißt also, wir haben danach wieder reines Material ohne Verunreinigungen. Das passiert dann bei beiden Wafern, die dann in einem späteren Schritt zusammengeführt werden. Anschließend müssen noch die Front- und Rückseitenkontakte aufgebracht werden, im sogenannten Siebdruckverfahren. Das heißt, durch den Siebdruck werden also die Frontkontakte aufgebracht. Und die Rückseite, das ist dann meistens eine vollständige Fläche mit Metall. Und im allerletzten Schritt braucht die Solarzelle noch eine Antireflexionsschicht, Antireflexionsschicht. Das ist meistens eine Schicht besteht aus Siliziumnitrid, also Si3N4, Siliziumnitrid. Mit einer Dicke von ungefähr 70 Nanometern, die wird auf die Frontseite aufgebracht, um Reflexionen an der Oberseite zu minimieren, sodass wir damit dann unsere Solarzelle haben, die folgenden Aufbau typischerweise hat. Wir haben also hier in der Seitenansicht unsere Solarzelle. Wir haben dann im oberen Bereich das N-dotierte Material. Unteren Teil ist das P-dotierte Material. Wir haben dann hier in diesem Bereich die Raumladungszone, die entsteht im Übergang. Wir haben auf der Oberseite dann die Frontkontakte mit der Antireflexionsschicht. Auf der Rückseite den Rückseitenkontakt. Und damit haben wir eine fertige Solarzelle. Das heißt, wenn jetzt nun Photonen auf diese Solarzelle auftreffen, in die Solarzelle eindringen, entsteht ein Elektronenlochpaar, das dann zu einer Stromproduktion führt. Moderne Solarzellen weisen eine Dicke von ungefähr 180 Mikrometer aus. Das heißt, also die Dicke einer solchen Solarzelle beträgt ungefähr 180 Mikrometer. Davon haben wir wenige Mikrometer des N-dotierten Materials. Man braucht für eine typische kristalline Solarzelle, eine moderne Solarzelle, ungefähr, ja, das sind so ungefähr 3 oder knapp, ja, 3,8 bis 4 Gramm Silizium pro Watt-Peak-Leistung. Also pro Watt Leistung oder Nennleistung einer Solarzelle werden ungefähr 3 Gramm Silizium benötigt zur Herstellung. Daraus lassen sich nun Solarmodule erstellen. Das heißt, man nimmt nun einzelne Solarzellen, verbindet diese Solarzellen in Reihe und schaltet diese Reihe von Solarzellen noch parallel, um Strom und Spannung zu erhöhen und um diese dann zu einem Solarmodul zusammenzufügen.